Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Psychosomatische Nachtvorlesung nachgefragt. Schön, dass Sie wieder reingeklickt haben. Wir wollen nun gemeinsam ein Thema aus unserer Vorlesungsreihe Hanseatische Nachtvorlesungen näher kennenlernen und beschäftigen uns dabei heute mit der Psychokardiologie. Psychische Bewältigung einschneidender kardialer Ereignisse lautet unser Thema. Und ich freue mich ganz herzlich, einen Kollegen begrüßen zu dürfen, und zwar Herrn Carsten Klose, Oberarzt aus der Asklepios-Klinik St. Georg, dort zuständig für die Frührehabilitation mit einem nervenärztlichen Schwerpunkt. Schön, dass Sie bei uns sind. Hinter dem Begriff der Psychokardiologie verbirgt sich ja grob gesagt, dass die Verbindung zwischen Seele und Herz, wenn man es mal vereinfacht sagt. Bitte beschreiben Sie uns doch einmal, welche konkreten Gebiete dieses relativ junge Fachgebiet umgreift. Psychokardiologie gibt es etwa ein Jahrzehnt und beschäftigt sich im engen Sinne mit der Fragestellung, inwieweit psychische Faktoren A zur Entstehung von Herzerkrankungen, also organischen Herzerkrankungen, beitragen, aber B eben auch, wie sie den Verlauf solcher Erkrankungen mit beeinflussen. Das ist die Psychokardiologie im engen Sinne. Aus meiner Sicht gibt es einen im Alltag aber noch mindestens genauso wichtigen Aspekt, nämlich die Frage, welche psychischen Auswirkungen auf die Lebensqualität, auf die psychische Gesundheit hat eine durchgemachte Herzerkrankung dann auch umgekehrt, also wie die organische Herzerkrankung die weiteren psychischen Geschicke der Betroffenen bestimmt. Zur Entstehung der koronaren Herzerkrankungen tragen ja die üblichen oder schon bekannten Risikofaktoren bei, wie Diabetes mellitus, Rauchen, Atherosklerose etc. Und in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass eben auch psychische Risikofaktoren eine Rolle spielen. Welche sind das denn konkret? Das kann man letztlich in zwei große Bereiche unterteilen. Zum einen haben wir die von Ihnen ja so angerissenen klassischen Risikofaktoren, zu denen sicherlich auch das Rauchen mitzählt, also mit anderen Worten der ganze große Bereich des Lebensstils. Auf den Lebensstil haben psychische Faktoren sicherlich eine ganz wesentliche Auswirkung. So haben wir eine direkte Beeinflussung der klassischen Risikofaktoren. Auf der anderen Seite ist neu in den Fokus gekommen, das ist der Gegenstand der Psychokardiologie im engen Sinne, inwieweit auch psychische Faktoren unabhängig von ihrer Beeinflussung organischer Faktoren, die Herzerkrankung begünstigen. Und da gibt es letztendlich auch zwei große Bereiche, die unter unterschiedlichen Aspekten beforscht wurden. Man kann sie einfach, weil sie unter bestimmten Bedingungen jeweils untersucht wurden, nicht gut vergleichen, aber in zwei Teile zusammenfassen. Das eine ist die Persönlichkeitsstruktur, mit anderen Worten der Charakter quasi des Betroffenen. Und da kann man zusammenfassen, das ist doch einen Risikofaktor darstellt, wenn man jemand ist, der sehr leistungsbetont lebt, der vor allen Dingen leicht unter inneren Stress gerät, mit anderen Worten sich leicht ärgert, aufregt, das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber leicht auch feindselige Gedanken und Gefühle gegen andere hegt, also Menschen, die quasi von Natur aus unter Dampf stehen. Und der zweite große Teil ist, dass es viele Menschen gibt, die über einen langen Zeitraum unter als, ja, ich sag mal, ungünstig empfundenen Lebensumständen stehen. Da ist namentlich gut untersucht der berufliche Druck. Menschen, die wenig gestalten können, die unter hohem äußeren Druck stehen und die, auch das ist untersucht, dafür nicht gut bezahlt werden. Also letztlich eine anhaltende berufliche hohe Belastung, die nicht auf einer anderen Seite wieder ausgeglichen wird. Ohne dass man etwas zurückbekommt für seine Arbeit, sei es so auf materielle oder vielleicht auch auf Dankbarkeitsebene. Genau. Ja. Diese Patienten haben also ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt letztlich zu erleiden. Und wir haben uns schon miteinander besprochen, dass solche Patienten nach dem Ereignis des Herzinfarktes auch wiederum psychische Dekompensationen erleben können. Und diese Patienten wenden sich dann nach dem Herzinfarkt nicht direkt sozusagen an Sie, sondern die Entwicklung einer solchen psychischen Störung, nennen wir es mal so, dauert ja einige Zeit, häufig hin bis zu Monaten. Wie kommen die Patienten denn dann in Ihre Abteilung zu Ihnen? Es gibt in der Tat ganz selten den direkten Weg eines solchen Patienten zu uns, sondern es sind zwei größere Erkrankungskomplexe oder Auswirkungen, die letztlich nach einschneidenden kardialen Ereignissen
häufig anzutreffen sind. Und wenn ich von kardialen Ereignissen spreche, dann meine ich in erster Linie den Herzinfarkt. Nicht zuletzt deshalb, weil einfach dieses Krankheitsbild ganz gut untersucht wurde. Es ist sehr häufig so, dass Menschen nach einem Herzinfarkt zunächst mal mit Angstsymptomen zu kämpfen haben, was mit der Lebensqualität in einem engen Zusammenhang steht und sicherlich die Lebensqualität bis hin zu nicht mehr aus dem Haus gehen mögen beeinträchtigen kann. Auf der anderen Seite ist aber mindestens genauso häufig, aber sehr, sehr problematisch auch bezüglich der körperlichen Prognose die Entstehung einer depressiven Erkrankung im Anschluss an den Herzinfarkt. Wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass es ja bevorzugt, nicht ausschließlich, aber bevorzugt auch eine bestimmte Gruppe von Menschen, die ohnehin sehr leistungsbezogen im Leben stehen, betrifft, kann man sich auch gut vorstellen, dass ein solches Ereignis, ich sage es mal etwas salopp, ihnen auch die Füße durchaus oder den Boden unter den Füßen wegziehen kann, wenn eben nicht mehr die Überzeugung da ist, leistungsfähig zu sein, nicht mehr das Vertrauen unerschütterlich da ist, es wird schon irgendwie vorwärts gehen, es wird weitergehen. Und dann gerät man in eine gewisse Spirale, in einen Kreis, aus dem man wahrscheinlich von selber nicht mehr so richtig herauskommt. Man zieht sich zurück, dann hat man nicht mehr so viel in sozialen Kontakt. Vielleicht bewegt man sich nicht mehr so viel wie vorher, treibt nicht mehr so viel Sport. Das heißt, man kommt aus dieser Situation eigentlich gar nicht heraus und bedingt dadurch weitere Risikofaktoren für ein erneutes Ereignis oder konzentriert sich auch auf seine nun neue Beschwerdesymptomatik, achtet vielleicht auch mehr auf sich, auf seine Symptome, nimmt Symptome wahr, die man vielleicht vorher auch gar nicht so empfunden hätte, bevor der Herzinfarkt eingetreten ist. Wie helfen Sie jetzt diesen Leuten, den Kreis zu durchbrechen? Gut, es gibt da zwei Komplexe, die jeweils eine Eigendynamik haben. Das erste, was Sie angerissen haben mit dem sich zurückziehen, soziale Kontakte einschlafen lassen, gehört im Wesentlichen zum Komplex der Depressivität, der Depressionsentwicklung. Das ist insofern problematisch, als dass das auch die körperliche Prognose tatsächlich messbar beeinflusst. Man kann für das erste Jahr nach einem Herzinfarkt tatsächlich eine Verdoppelung bis zum Teil Vervierfachung der Sterblichkeit und des erneuten Erleidens von Herzereignissen bei depressiv erkrankten Patienten nachweisen. Und die Behandlung der Depression beinhaltet zum einen, das ist gut etabliert, medikamentöse Komponenten. Es gibt eine ganze Reihe auch bei körperlich Kranken, gut verträgliche Antidepressiva inzwischen, da ist sicherlich sehr viel passiert in den letzten Jahren, beinhaltet aber auch quasi die Umkehr dieses Prozesses, beinhaltet die Menschen wieder zur Aktivität zu bringen, beinhaltet sie auch dazu anzuleiten, zu hinterfragen, inwieweit die Dinge, die jetzt vielleicht an Grübelei durch den Kopf gehen, an Pessimismus durch den Kopf gehen, überhaupt real sind. Mit anderen Worten, quasi diese Schritte wieder zurückzumachen. Die andere Krankheitsgruppe, nämlich die Entwicklung von Angsterkrankungen, ist da schon ein bisschen komplexer bei den Herzpatienten. Es ist ja ein real sehr gefährliches Ereignis, das in der Regel passiert ist. Und wir alle haben in unserem Alltag ja Wahrnehmungen unserer Herz-Kreislauf-Funktion. Wenn wir die Treppe schnell genommen haben, merken wir, wir sind nicht nur außer Atem, sondern wir haben vielleicht das Herzklopfen. Wenn hinter uns unerwartet eine Tür laut zufiel, haben wir vielleicht auch Herzklopfen. Manchmal hört man vielleicht sogar seinen eigenen Puls, wenn man sich gerade sportlich verausgabt hat. Das sind alles Dinge, die uns als Gesunde ja gar nicht weiter interessieren. Wir nehmen sie vielleicht nicht mal zur Kenntnis und wenn doch, dann finden wir sie nicht bedeutsam. Jemand, der einen Herzinfarkt hinter sich hat, der weiß, wie er sich angekündigt hat. Mit Todesangst unter Umständen, Schweißausbruch und dem Gefühl, dass gar nicht mehr viel Zeit ist, dass man in der Minute vielleicht verstirbt. Genau, der auch weiß, dass er wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen sein kann. Heute ist die Medizin ja ein bisschen weiter, aber sterben kann man daran ja nach wie vor und das passiert ja auch, nur zu häufig. Ein solcher Mensch mag durchaus häufig, das kann man an den Anfang eines solchen Teufelskreises stellen, solche Alltagssymptome, Herzklopfen, vielleicht auch mal ein kurzes Herzstolpern, wie es auch beim Gesunden ja jederzeit mal vorkommen kann, ganz anders bewerten. Er horcht in sich rein. Ja. Und in dem Moment, wo er in sich reinhorcht, bekommt er Angst. Und als Kliniker sozusagen ist es dann die besondere Aufgabe zu erkennen, dass das, was jetzt eben der Patient präsentiert,
wahrscheinlich doch kein akutes kardiales Ereignis ist, was erneut aufgetreten ist, sondern irgendwie die Differenzierung zu schaffen. Das ist jetzt was anderes und der Patient ist vielleicht bei mir nicht in den richtigen Händen, sondern braucht einen anderen Ansprechpartner, zum Beispiel aus Ihrer Abteilung. Das ist das ganz Schwierige dabei, nicht? Also der Patient hat Angst, hat dementsprechend mehr Herzwahrnehmung. Das ist ein Teufelskreis und nicht selten resultiert daraus eine sogenannte Panikstörung oder auch Agoraphobie, wo Menschen so viel Angst vor unsicheren Situationen haben, dass sie vielleicht nicht mal mehr aus der eigenen Wohnung gehen, dann vielleicht auch nur noch in Begleitung zum Beispiel den Weg zu mir finden, weil sie sich alleine unsicher fühlen. Mhm. Das ist etwas, was die Lebensqualität und den persönlichen Spielraum ausgeprägt einengen kann. Auch diese Patienten sind naturgemäß Patienten, bei denen ein Erkrankungsrisiko auch künftig besteht. Ein Mensch, der einmal einen Herzinfarkt hatte, hat auch nach aller moderner Medizin leider immer noch ein deutlich erhöhtes Risiko im Vergleich zu den bislang gesunden, herzgesunden Patienten. Insofern kann man leider nicht von der Hand oder nicht von der Hand weisen, dass Diagnostik passieren muss. Um nicht etwas anderes zu übersehen, um sozusagen. Um nicht zu übersehen, dass eine reale neue Gefährdung da ist. Dass etwas Neues eingetreten ist, denn der Patient ist ja ein Risikopatient sicherlich. Genau, und das ist die Gratwanderung. Und insofern ist es ja auch gut und richtig, dass viele Patienten den Weg über einen Kardiologen dann zu jemandem wie mir finden, der letztlich die psychische Erkrankungsdimension beurteilen kann und dann auch die entsprechende Behandlung einleiten kann. Problematisch wird es dann, wenn es eine Kaskade gibt, wo jemand zum Beispiel regelmäßig ein- bis zweimal die Woche als Notfall irgendwo in eine Klinik, in eine Notfallaufnahme kommt, immer wieder EKG-Diagnostik durchläuft und nie die ernsthafte Beruhigung eintritt. Und dann hat man nicht selten ja auch eine Eskalation der Diagnostik, dass vielleicht nicht nur einmal, sondern auch zwei- oder dreimal Herzkatheteruntersuchungen gemacht werden, die ja heute sehr gut durchführbar sind, aber nach wie vor nicht risikolos sind. Und diesen Weg abzukürzen, ist sicherlich eine wertvolle Aufgabe. Das heißt also, alle Beteiligten, der Patient, der Hausarzt, die Familie oder der behandelnde Kardiologe müssen Augen und besonders Ohren offen halten, um diese spezielle Problematik zu erkennen und dann den Weg zu bahnen und dem Patienten aus dieser Situation heraushelfen zu können, mit Ihrer Hilfe dann. Das ist die entscheidende Botschaft dabei, dass einfach alle Beteiligten immer auch relativ frühzeitig daran denken sollen, dass nicht nur die organische Erkrankungskomponente wichtig ist, sondern dass selbstverständlich auch die psychische Erkrankungskomponente ernsthaft die Lebensqualität und zum Teil ja eben auch die Prognose beeinträchtigen kann und dass der Weg dann zur nervenärztlichen oder auch psychologischen Diagnostik nicht unnötig weit sein soll. Ja. Ja, Herr Klose, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Wir haben viel gelernt dabei und hoffen, dass wir unseren Zuschauern zeigen konnten, wie die Problematik in dieser Situation ist und vielleicht auch eine Lösung anbieten könnten, falls jemand von Ihnen sich diese Frage gestellt hat. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder eingeklickt haben bei uns zur psychosomatischen Nachtvorlesung. Weitere Videos zu dieser Thematik finden Sie unter www.asklepios.com/Nachtvorlesung. Dort finden Sie auch Informationen und Termine über die nächsten hanseatischen Nachtvorlesungen und können sich dort anmelden. Viel Spaß und bis bald! It's